Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Gary und herzlich willkommen zurück zu Evolands 2. Wir können rückwärts im Kreis laufen, alles klar. So, in der letzten Folge sind wir erfolgreich durch die Zeit gereist und jetzt müssen wir, glaube ich, gucken, wo wir hin müssen. Ist da irgendwie so ein Auftragsquest-Log? Verdammt. Oh. Großer Blob. Okay. Ist das alles noch wie vorher? Oh Gott. Okay, die Riesenpilze machen mir so ein bisschen Angst. Okay, was sind das für Figuren? Die Ninja-Eichhörnchen, die haben es auch überlebt. Alles klar. Okay, der geht von mir weg. Oder auch nicht. Oder würde ich sagen, quatsch mir die beiden Herren da gleich mal an. Jungs? Klar, unser Boss ist zäh genug, um diesen Felsbrocken zu zertrümmern. Aber ich sage euch, er ist stur wie ein Bock. Kaum je verlässt er den Spukwald. Müsste ihn schon zwingen, den Klotz hier zu bewegen? Aber das würde niemand wagen. Jeder würde vor Angst in die Flucht ergreifen. Aber im tiefsten Grunde seines Herzens ist er ein netter Kerl. Okay. Wir haben doch unseren Kollegen. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass ich schon stark genug bin, um diesen Felsboden zu zertrümmern. Alles klar. Gut. Was mit ihmchen? Hallo. Es kommt nicht oft vor, dass man auf dieser Seite der Brücke jemanden begegnet. Früher nannten wir sie die Mayenne-Brücke, aber vor 100 Jahren stürzte ein Felsbrocken herab und blockierte sie. Bisher ist es niemandem gelungen, ihn zu entfernen. Aber nach Ende des Krieges wollte ohnehin niemand mehr nach Dämonia kommen. Wie dem auch sei, ich bezweifle, dass es jemals einem Menschen gelingen wird, den Felsbrocken zu zertrümmern. Alles klar. Kann das unser... Die können auch nichts zu tun haben. Alles klar. Dann müssen wir wahrscheinlich in den Spukwald. Und den Zertrümmerer lernen. Gott. Okay. Sieht mir wie so ein Banditenlager aus. Wenn ihr dem Chef begegnet, lasst euch nicht von seinem Aussehen täuschen. Manche Leute halten ihn für ein Monster, aber nur, weil sie ihn nicht kennen. Auf jeden Fall kümmert er sich gut um uns. Ohne ihn wären wir nur ganz gewöhnliche Strauchdiebe. Okay, er wohnt im Spukwald und er kümmert sich um die Leute. Und man mag ihn für ein Monster halten. Also ich vermute mal, das war der, dem wir vorher begegnet sind. Ach, ein neuer Rekrut? Keine Sorge, dieser Auftrag ist ein Spaziergang. Wir finden einfach Dinge, die in der Hauptstadt verboten sind und verkaufen sie an Leute, die Bedarf danach haben. Okay, nicht allzu gefährlich, solange man sich nicht von der Miliz erwischen lässt. Alles klar. Ich kann die aber nicht durchsuchen, schade. Okay, dann gehen wir mal in den Spukwald. War noch was? Kann man das hier lesen? Nein, schade. Früher habe ich in Genua gelebt. Mein Traum war es, ein Händler zu werden. Doch ich lernte schnell, dass nur die Söhne von Händlern Händler werden. Ach ja, dieses schöne Kassensystem. Also bin ich hierher gekommen.
Wenn man darüber nachdenkt, ist das, was wir hier tun, der Arbeit der Händler gar nicht so unähnlich. Ah. Oder ist das das Kassensystem? Ich habe keine Ahnung. Mach bloß den Chef nicht mies. Er ist unser Retter. Viele von uns sind die Söhne von Piraten. Vor langer Zeit brach ein Vulkan auf unserer Insel aus. Der Chef hat uns aufgenommen und uns ein neues Gewerbe beigebracht. Okay. Schmuggelware oder was? Der Chef ist hier aufgewachsen, deshalb hängt er sehr an dem Wald. Ich persönlich habe ihn von am Anfang ein bisschen düster gefunden. Aber man gewöhnt sich schließlich daran. Was? Geister? Ihr wisst aber schon, dass es keine Geister gibt, oder? Okay, die Brücke ist im Eimer. Okay. Als ihr den Chef sucht, er hat leider einen schlechten Tag. Oh. Er hat sich davon gemacht, um sich in seiner Höhle auszuruhen. Stört ihn lieber nicht, wenn er in dieser Stimmung ist. Ihm brennt nämlich leicht eine Sicherung durch. Ups. Außerdem wimmelt es hier in seiner Höhle vor Springfallen. Wie dem es sei, tut, was ihr für richtig haltet, aber ich habe euch gewarnt. Au, kriegen wir hin. Okay, die Bäume sehen auch so ein bisschen gruselig aus. Entschuldigt bitte, wenn ich so ein bisschen rumschnupfe, aber ich glaube, es bahnt sich eine Erkältung an. Ich hoffe nicht. Okay, ab in eine Höhle. Gesundheit. So. Oh, man kann speichern. Kling. Ach, cool. Das Gesicht kennen wir doch. Okay, das ist dieser Freezer-Verschnitt. Hey, Blobby! Sagen, die können mir noch wehtun. Au. Das ist, wenn ich. Nee, ich will lieber kein Risiko eingehen. Hm. Ah, oh Gott. Was haben wir da? Rote Pampe. Ich glaube, sie ist geliebt. Ja, der Blickwinkel hier ist ein bisschen pupu. Oh oh. Ja, war ja klar. Gehen kaputt, das ist gut. Oh geil, Herzen, die kann ich gut gebrauchen. Au. Au.
Alter. Oh. Hier bin ich jetzt weiter. Ich hasse diese Steine. Okay, die kleinen Blobbys können auch wehtun. Schön, dass man hier in diesem Winkel nicht so viel sieht. Okay, die sieht ein bisschen tot aus. Schade. Ich dachte, das würde irgendwie ein Secret freischalten. Wie kommt man da oben hin? Das frage ich mich gerade. Vielleicht kriegen wir das nochmal hin, dass wir irgendwie springen können oder so. Hey, Kumpel. Ach was. Okay. Bin aber nicht springen und nicht attackieren. Aha. Wie die Fio läuft, das ist ein bisschen lustig. Ah, komm, wir speichern lieber. Nein, wir können nicht speichern. Ja, mal hier müssen wir. Upsala. Müssen wir hier irgendwas machen? Ach! Okay. Alles klar, gut. Ich hoffe, das ist jetzt nicht auf Zeit. Nee, das ist nicht gut. Wir stiefeln mal weiter. Kann unser Kumpelino da noch was machen? Oder was ist, wenn wir da... Nö, schade, da können wir nichts machen. Der ist zerbrochen. Okay. Ah, okay. Oh. Au. Können wir da ja? Ich hoffe, die Herzen verschwinden nicht so schnell. Kann ich da nicht raus? Das ist voll blöd. Ach. Sekunde mal. Hm.
Bin ich ein schlauer Typ? Eine Münze, okay. Das... Nö, hat nicht großartigen Grund, oder? Egal, komm, laufen wir mal weiter. Oh Gott. Ist klar. Genau. Das ist ein interessantes Rätsel. Link. Ah, jetzt kommen auch beide Plattformen. Das ist ja richtig cool. Like für das Rätsel. Ah, und jetzt kommen wir wahrscheinlich in die oberen Ebenen. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Immer noch da. Aber geht das nicht? Und runterhüpfen können wir auch nicht. Wir können auch nicht mit der Rüstung rüber. Warum ist das so schwierig? Wir können ja nicht mit dem Blechmann rüber. Ach Mensch, das ist ja schade. Nö, alles klar. Oh. Au. Ich sag nur, ich komme da nicht ran und lauf trotzdem durch. Moin. Ich hasse solche Rätsel. Hey Spinnies, kommt mal her. Wow. Okay. Kann man da vielleicht irgendwas drehen?